Ein neues Interview, meine Lieben. Selma ist am Start, ja. Yes. Und ich glaube, wir haben einiges aufzuarbeiten. Es war eine sehr spannende Zeit, ja. Glaube ich, hoffe ich. Ja, sehr intensiv. Ich bin sehr gespannt, was Selma heute alles erzählen wird. So, ihr Lieben, heute persönlicher Gast, für mich total ungewohnt. Ich überlege gerade, wer war denn mein letzter persönlicher Gast? Anja? Ja, okay, mit diesem einen Kontext, den wir jetzt nicht nochmal erleben wollen. Und davor glaube ich Mirena. Ah, stimmt. Kann das sein? Ja. Wir freuen uns jetzt schon mal auf euer Feedback. Wenn ihr noch Fragen habt, die wir nicht beantwortet haben, dann stellt sie ihr bei Instagram oder schreibt sie in die Kommentare, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Ihr Instagram-Account ist verlinkt, aber ich gehe jetzt irgendwie davon aus, dass ihr wahrscheinlich eh schon alle folgt, weil du hast ja ganz schön Social-Media-mäßig abgestaubt, ne? Oder? Ja, also vor allem nach dem Finale ist nochmal so ein richtiger Push gekommen. Ja. Ja. Bist du jetzt schon bei über 100.000? Ich glaube, ja. Ja. Also ja, doch. Also ab dem Finale ist es wirklich durch die Decke nochmal gegangen, worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe. Aber ja, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es nochmal so abgeht. Was war denn deine Motivation, dich bei Topmodel zu bewerben? Es gibt ja super viele Menschen, die total unterschiedliche Gedankengänge haben, wenn sie sagen, ich melde mich da an. Wie war das bei dir? Boah, ich hatte viele Gründe, warum mich irgendwie Germany's Next Topmodel mega interessiert hat. Ich war ja generell schon sehr drin in diesem Model-Business. Ich war ja vorher in der Agentur und das war einfach immer schon so meine Leidenschaft. Aber irgendwann bin ich an so einen Punkt gekommen, wo ich mir halt dachte, okay, irgendwie werde ich nicht gesehen, sondern es wird wirklich nur mein Äußeres gesehen. Die Leute kennen mich nicht. Die Leute, mit denen ich arbeite, die wissen nicht, wer ich bin. Und es ist halt sehr extrem oberflächlich gewesen. Und ich habe mich mitunter, ich habe viel E-Commercial-Stuff gemacht und das ist halt so, ich war wie eine Puppe für die Leute. Mhm. Und irgendwie war ich so, ich will irgendwie raus in die Welt und ich will, dass die Leute mich kennenlernen und nicht nur, ja, mein Äußeres. Und ich finde, Germany's Next Topmodel hat mir dann so die Chance gegeben, ja, mich mehr zu zeigen, meine Personality preiszugeben und viel mehr Kunden auch auf mich aufmerksam zu machen, die mich dann vielleicht auch buchen, weil sie mich irgendwie ganz cool finden oder, ja, und nicht nur dieses Äußere, diese Maße quasi sehen, die dann halt irgendwie gepasst haben. Du warst zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich in der Agentur. Mhm. Spricht man das dann mit denen ab? Ja, also ich war in der Agentur und es lief zu dem Zeitpunkt auch richtig gut. Ich konnte gut arbeiten, ich war gut gebucht. Und dann kam halt ja das Go von GNTM, so dass sie mich gerne haben wollen würden. Und dann war ich so total hin und her gerissen, weil ich halt damit das Risiko eingegangen bin, dass die mich halt rauswerfen und ich nicht mehr den Vertrag mit denen habe. Und ja, die meinten auch so, ja klar, mach das, also so, ne, wenn du Bock hast, aber bei uns ist, also für uns ist es dann halt vorbei. Ach, erstmal, ne? Echt? Ja, und wir können halt danach dann nochmal reden, so von wegen auf den. Weil GNTM ist jetzt nicht so, für viele in der Modebranche ist es halt natürlich, ne, man hat dann den Stempel. Und ja, das war dann halt für mich ein riesengroßes Risiko, ob ich das dann halt eingehen soll, aber ja, dann habe ich mich dafür entschieden, dann den neuen Weg quasi zu gehen. Okay, krass, das heißt, die haben erstmal gesagt, im Prinzip das, was wir ja auch schon, Leute, wenn ihr öfter mal so zugehört habt, dass ja viele Agenturen sagen, wir wollen diesen TV-Stempel nicht. Das heißt, die Zusammenarbeit war dann von dem Tag an erstmal vorbei. Ja, definitiv. Also von deren Seite aus natürlich erstmal und aber auch von der Seite von ProSieben, weil wir ja jetzt auch da unter Vertrag sind. Hattest du Angst vor der Teilnahme? Angst würde ich nicht sagen, aber ich hatte großen Respekt vor, weil ich wusste, was es für Auswirkungen haben kann. Es war ja, also gerade 2022, wo du dich beworben hast, gab es ja, ich meine, ihr habt es alle draußen mitbekommen, gab es ja diese Schlagzeilen. Wie hast du denn darüber gedacht? Weil du hast dich ja genau in der Zeit beworben. Ja, es war wirklich genau die Zeit, wo der krasse Shitstorm war und wo ich eigentlich nur Negatives über GNTM gehört habe. Und ja, irgendwie bin ich war immer so ein Mensch, ich habe nie wirklich auf das gehört, was jetzt irgendwie andere gesagt haben und was andere irgendwie, ja, für Meinungen hatten, sondern ich war immer so, ich will mir ein eigenes Bild von der ganzen Geschichte machen und will meine eigenen Erfahrungen machen und ja, deswegen war mir das irgendwie total egal, aber mir war es dann persönlich für mich ein bisschen unangenehm, weil ich mich das dann natürlich nicht getraut habe, richtig das irgendwie meinen Freunden zu erzählen oder ja, ich habe mich wirklich beworben, ohne davon irgendjemandem was zu erzählen und es war dann wirklich so, okay, ich habe dann natürlich auch Kritik von außen bekommen, wo halt Leute meinen, okay, ja, ist jetzt nicht so cool, wieso unterstützt du dieses Format und so. Und ja, dann war ich halt so, ey, ich habe Bock, meine eigenen Erfahrungen zu machen. Und ja, dann habe ich ein bisschen drauf Ja, ich würde jetzt mal aber auch so ganz nüchtern behaupten, dass sich hier die Teilnahme für dich zu Stand heute auf jeden Fall schon mal ausgezahlt hat.
Ja, definitiv. Oder? Also ich habe das, glaube ich, schon oft gesagt, aber es war für mich das wirklich das Beste, was mir hätte passieren können, dass ich teilgenommen habe und dass ich den neuen Weg quasi dann eingeschlagen habe. Ich wüsste nicht, wo ich jetzt stehen würde, hätte ich es nicht gemacht. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Also meine Eltern hatten nie wirklich mit sowas viel am Hut. Also die waren jetzt nie so, ne, so TV-Formate fanden die jetzt nicht so nice. Und die waren natürlich auch erstmal so, okay, krass, also wenn willst du das wirklich machen und so. Und denen war es halt wichtig, dass mir bewusst ist, was das, ja, wie das mein Leben verändern kann und dass ich in der Öffentlichkeit stehe. Und ja, also die wollten einfach nur, dass ich weiß, was da auf mich zukommt. Und dann meinte ich so, ey, ich weiß, ich habe mich viel damit beschäftigt. Und dann waren die so, okay, wenn du Bock drauf hast, dann go for it. Weil meine Eltern sind generell, die unterstützen mich bei allem, was ich mache. Und ja, deswegen war ich super dankbar, dass die dann mich da auch unterstützt haben. Hast du dich wirklich gut darauf vorbereiten können? Also, oder hast du dich nach diesen Schlagzeilen vielleicht sogar intensiver darauf vorbereitet? Ich glaube, ich habe mich gar nicht so krass darauf vorbereitet. So, ich war einfach so, ich gehe dahin, ich gucke, was passiert, ich gucke, ob es mir da gefällt. Und man hat ja auch jederzeit die Chance, wieder auszusteigen. Ja. So, deswegen. Und ja, aber es gab keinen Moment, wo ich mir dachte, okay, boah, ja, finde ich jetzt kacke, ich würde jetzt gehen. Ne? Es war wirklich eher das Gegenteil. Ich war so, ey, ich will jetzt hier wirklich noch lange dabei sein. Wie war denn die Situation für dich? Ich meine, du kommst ja irgendwann an, Heidi Klum steht vor dir, keine Ahnung, wie viele Kandidaten wart ihr, 29 am Anfang? Also ja. 30, 31, ja. 31, glaube ich. Ja, ja, ich auf jeden Fall. So 25 und dann sind ja noch die anderen gekommen. Genau, also super viele Eindrücke, viele Menschen, die du nicht kennst. Ja. Oder kanntest du jemanden? Wahrscheinlich niemanden, ne? Nee. Genau. Wie war das so? Also wie war dann die Vorstellung von der Teilnahme und die Realität am Anfang? Boah, man hat natürlich immer so eine Vorstellung, ne? Aber irgendwie war ich dann so aufgeregt, dass ich dann, dass so alle Vorstellungen weggegangen sind und ich mich einfach dann auf den Moment eingelassen habe und dann, ja, habe ich Heidi das erste Mal gesehen, habe die Mädels getroffen und es war alles so, ich war da und ich habe mich genau richtig gefühlt. Ja? Ja, ich war so, hier bin ich richtig, weil ich liebe es halt, neue Menschen kennenzulernen und ich liebe es so, ja, Sachen zu machen, die man normalerweise jetzt nicht so macht und es ist jetzt nicht so Alltag, dass du mal bei einer TV-Show dabei bist, so, ne? Und deswegen war das für mich mega, also ich liebe es, neue Kontakte zu knüpfen und das war für mich wirklich das Beste. Und so dieses Kamerathema, plötzlich sind Kameras, jeder will was von dir wissen, jeder will ein Statement, entspannt. Ich muss sagen, am Anfang war ich ja, also die ersten Folgen war ich ja nicht so präsent. Ja, ich erinnere mich. Ja. Also da waren ja, natürlich waren die Kameras da schon da, aber niemand hat irgendwie mich auf dem Schirm, niemand wusste, wer ich war. Und ich war dann immer so, hä, wieso werde ich nicht interviewt oder wieso filmen die mich nicht und so, weil ich war so, ey, ich hatte Bock irgendwie mit den Kameras zu sein. Ne? Ich wollte, dass die Leute mich kennenlernen und da war ich am Anfang dann eher traurig, dass es so wenig war, weil ich mich mega wohl gefühlt habe vor den Kameras. Also ich habe ja, vielleicht lag es daran, dass ich vorher schon so ein bisschen Bühnenerfahrung hatte. Ich stand schon oft irgendwie, ja, so im Rampenlicht und stand schon auch vor der Kamera und ich glaube, das war dann so das Ding, warum ich mich da mega wohl gefühlt habe. Ja. Der erste große, also die erste richtig große Nummer für dich wird ja wahrscheinlich das Umstyling gewesen sein. Ja. Ja. Hast du damit gerechnet, dass du einen krassen Look bekommen wirst? Nee, mit gerechnet habe ich nicht. Nee. Also ich wusste, dass ich eine Veränderung bekomme, aber ich hätte niemals gedacht, dass ich die krasseste Veränderung bekomme. Ich dachte, ich kriege vielleicht so einen eleganten schwarzen Longbob oder so. Also wirklich, ich habe mich auf sowas eingestellt, was ich mir halt selbst auch ganz gut vorgestellt hatte. Ja, und dann kam es anders. Ich meine, wir haben alle gesehen, dass du nicht so mega happy am Anfang damit warst. Mhm. Kann man auch, glaube ich, nachvollziehen. Ich meine, es war ja so eine krasse Veränderung. Mhm. Hast du dich, also wie war denn das dann? Also weil ich mir so vorstelle, wenn man jetzt irgendwie so einen Look verpasst bekommt, der einem irgendwie gar nicht gefällt, dann kann man ja wahrscheinlich gar nicht so performen, wie man sich das eigentlich möchte, weil man sich ja ein bisschen unwohl fühlt. Mhm. Ja, also natürlich war es ein Riesenschock im ersten Moment. Also ich glaube, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, mir selbst einen pinken Fukuhila quasi zu verpassen. Aber dann auch schon das erste Mal, als ich ins Spiel geguckt habe, war ich schon so, okay, ist eigentlich ganz cool. So habe ich gesehen, so, okay, es passt irgendwie auch zu mir, es passt ein bisschen zu meiner Personality. Und dann bin ich ja total drin aufgegangen. Also im Laufe der Zeit war ich wirklich so, ey, weil ich gemerkt habe, dass die Leute mich mehr sehen und dass ich viel mehr wahrgenommen werde, auch von meinen Konkurrentinnen. Davor bin ich ja mega untergegangen. Und ja, ich glaube, das, also das Umstyling war genau das, was hätte passieren müssen, um mir diesen Push zu geben, dass ich überhaupt in dieser Show so weit komme. Weil ich dann gemerkt habe, okay, ey, ich gehe richtig darin auf, ich fühle mich wohl jetzt auch mit einem neuen Look, wo ich eigentlich gedacht hätte, ey, das ist gar nicht meins. Und das hat mir so viel Selbstvertrauen gegeben und so viel Selbstbewusstsein, dass ich wirklich so war, ey, das ist genau das Richtige. Wie war denn dieser Konkurrenzkampf in der Gruppe? Bei euch in der Staffel hatte ich das Gefühl, ihr wart eigentlich alle wirklich cool miteinander. Klar, Differenzen gibt es immer mal, aber ich würde sagen, ihr wart im Kern sehr harmonisch. Ja.
und habt euch auch gegenseitig gegönnt, ja. Aber man ist ja trotzdem irgendwie Konkurrenz. Ja. Wie ist dann die Realität? Jetzt hau mal raus. Also, ich bin ehrlich, es ist genau so, wie es rübergekommen ist. Wir waren wirklich, es war diese Staffel wirklich krass, aber wir haben alle mitgefühlt, waren wirklich alle so, boah, okay, also uns tat es voll leid, wenn jemand rausgeflogen ist, weil wir halt wirklich sehr eng zusammengewachsen sind und wir alle, es war irgendwie, ja, wir waren wie so eine kleine Family. Also es war wirklich krass, diese Staffel. Ja, aber am Anfang vor allem, da war es natürlich noch so, ja, okay, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn 3 fliegen, ist jetzt egal, wenn 4 fliegen, so, ne? Aber irgendwann waren wir so eng, wo es echt schon hart war, wenn uns jemand verlassen musste. Wie war das mit den Aufgaben für dich? Es gab ja mehr, ich sag mal, mehr Videoshoots oder mehr andere Challenges als jetzt Fotoshootings. Boah, also, ja, es gab viele krasse Sachen so, aber ja, ich bin damit locker umgegangen. So, ich bin da, vor Walks war ich immer sehr, sehr aufgeregt. Das war für mich dann eher noch so eine Schwierigkeit, aber Shootings war halt genau mein Ding. So, damit bin ich hier ziemlich gut umgegangen und ja, also die Aufgaben, damit hatte ich gar keine Probleme. Weil du gerade Walk gesagt hast, ich hätte es fast vergessen, weil ich mich so an deinen Walk gewöhnt habe, muss ich ehrlich sagen. Wie war denn das während der Sendung irgendwie so für dich? Ja, ich meine so am Ende, ich finde dein Walk hat sich auch entwickelt, muss man auch einfach sagen. Ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen, du bist heute Sport angelaufen. Habe ich auch gesehen. Ja, ist der Walk auch noch mal ein bisschen anders geworden? So wie war das während der Staffel und wie ist es heute, wenn du quasi mit weiteren Kunden konfrontiert bist? Also während der Staffel, ich wurde ja sehr, also von den außenstehenden Leuten wurde ich ja sehr stark kritisiert für meinen Walk. Also ich glaube, da gab es vielleicht 10%, die meinten, ey, wir feiern einen Walk, ne? Was mir persönlich total egal war, so, weil so Heidi hat meinen Walk gefeiert. Sie meinte, ey, das ist modern. Viele mochten den, viele auch nicht. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt so auf meine Walks zurückblicke, so fand ich auch oft, dass es komisch aussah oder dass es irgendwie jetzt einer zu viel war. Aber es lag nicht daran, dass es so mein Laufstil war, sondern es lag einfach daran, dass ich immer unfassbar aufgeregt war und mein Körper nicht so unter Kontrolle hatte. Und ja, dann war es halt, war ich halt mitunter ein bisschen überfordert. Aber jetzt, wenn ich irgendwie für eine Show gebucht werde oder so, da bin ich halt sehr, also viel entspannter als jetzt irgendwie da vor Heidi, weil es geht wirklich darum, okay, du musst in die nächste Runde kommen. Es ist immer Elimination Day, so. Das heißt, du kannst jetzt gehen. Also die Nervosität ist dann noch viel krasser. Ja. Glaube ich. Aber wie ist das jetzt, wenn du von einem Kunden gebucht wirst, zum Beispiel für Laufsteg, sagen die dann irgendwie, keine Ahnung, also ich glaube, jeder Kunde hat ja eine Vorstellung davon, wie die Models laufen sollen. Ja. Die sagen ja, dann lauft alle, keine Ahnung, straight oder Kilian sagt immer, glaube ich, lauft wie wenn man einen Kaugummi kaut und andere sagen ja wahrscheinlich, lauft, keine Ahnung, super freudig. Ja. Oder ist es in deinem Fall egal, weil die sagen so, nee, die Selma ist eh so unique, dass sie das machen soll, wie sie will. Also da habe ich jetzt, also bevor jetzt die letzte Show nicht gelaufen bin für Sport, aber da meinten die einfach so, ja, mal so, ne, mach dein Ding so. Also da wurde mir gar nicht irgendwie wirklich was gesagt. Jetzt, wenn ich irgendwie wenn ich jetzt eine andere Show laufe, dann wurde es mir auch nicht richtig gesagt. Okay, Jan meinte zu mir, ey, zieh einfach deinen Walk durch, so, ne, hab ihn unter Kontrolle, aber so, mach dein Ding, so. Finde ich cool, also, ne. Aber ja, da habe ich jetzt noch nicht so viel Kritik zu bekommen. Jeder will ja auch was anderes, ne? Ja. Wie war denn das, als du die Jobs bekommen hast? Also ich meine, ich glaube, wir alle wissen, du hast die meisten Jobs von allen bekommen. Mhm. So. Und trotzdem sagst du ja irgendwie auch so, man zittert natürlich vor der nächsten Runde, weil man möchte auch weiterkommen. Kriegt man durch diese Jobs, gerade auch wenn man so viele hat wie du, irgendwie so ein bisschen das Gefühl, okay, ich bin so ein bisschen safe? Boah, schwierig, ich muss sagen. Alle meinen immer so, ja, selber ist eh safe, so, wenn sie Job hat, so sich sehen in der nächsten Runde. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es dieses Jahr so krass darauf ankam, dass man Jobs hat. Weil, so klar, Heidi hat mir auch immer so gratuliert so für die Jobs, aber es war nie so, oh mein, also so dieses, so, das ist jetzt richtig krass oder so. Weil es gab ja auch viele, die keinen Job hatten und da wurde es auch nie bemängelt, diese Staffel oder so. Und deswegen, es war schon natürlich so, es hat mir ein bisschen Sicherheit gegeben, aber es war nie safe, okay, ich komme jetzt weiter. Vor allem als Ida geflogen ist. Das wollte ich gerade fragen. Vor allem als Ida geflogen ist mit 2 Jobs, war ich so, okay, ich bin überhaupt nicht sicher. Ja, das wollte ich gerade fragen. Ich glaube, das wird deine Welt, die Welt der Zuschauer und auch die Welt von allen anderen, die noch da waren, irgendwie so erschüttert haben. Ja. Ida mit 2 großen Jobs ist raus. Definitiv, ja. Und da war ich auch so, okay, kann ich auch mit 3 Jobs morgen fliegen. Gab es irgendwann mal den Punkt, wo du dachtest, ich weiß, du hast gesagt, es war eine sehr schöne Zeit und es war mit die schönste Zeit, aber es ist ja trotzdem auch anstrengend. Gab es irgendwann mal einen Punkt, wo du so gemerkt hast, so, boah, jetzt kann ich gerade langsam nicht mehr? Oder mir fehlt der Elan, mir fehlt die Energie? Ich glaube, das war offensichtlich. Es war safe in der Woche, wo wir in Las Vegas waren und ich so
ja, da gab es ja diese ganze Geschichte, dass Yannick mit Feuer angehen durfte. Stimmt, oh Gott. Und mit dem Unterwassershooting, also das war wirklich eine Woche, wo ich so war, okay, also es war ja relativ gegen Ende, aber da war ich schon so, okay, ey, jetzt ist mir gerade wirklich alles zu viel, weil ich war irgendwie mega down, weil es ging gar nicht darum, dass ich nicht mit Feiern gehen durfte, sondern es ging darum, dass ich einfach raus wollte. Ich wollte einfach mal raus, ich wollte ein bisschen was sehen und wir, also vielleicht kam das nicht so rüber, sondern es ging nur darum, soll man dort nicht feiern gehen, sondern einfach dieses Erlebnis halt mit den anderen mal was zu erleben, mit Heidi rauszugehen und wir waren ja wirklich die ganze Zeit quasi ja in unserer Bubble, also in dem Hotelzimmer oder in der Villa und mir ging es darum, mal wieder dieses Freiheitsgefühl zu haben, zu tanzen, einfach Spaß zu haben und, also nicht, dass ich keinen Spaß hatte, aber so ein bisschen, so laut Musik hören und ja, da war dann so ein Punkt, wo ich das halt krass vermisst habe und dann gesehen habe, so was die anderen machen durften, war ich so, okay, so ich würde jetzt auch gerne nach Hause und wieder so ein bisschen diese Freiheit haben und dann mit dem Unterwassershooting, also das war wirklich eine Woche, da dachte ich mir, es ist vorbei und ich kann nicht mehr, ja. Du hast gerade tatsächlich einen sehr interessanten Aspekt eingebracht, den hat, glaube ich, noch niemand vorher erwähnt, außer die Kritiker immer, dieses Freiheitsgefühl. Wenn du in so eine TV-Show gehst, ich glaube, mir fällt jetzt keine Sendung ein, wo du nicht abgekapselt wirst von draußen, wo du auch dein Telefon abgeben musst. Was hat das mit dir so gemacht? Ich meine, du bist ja mit einer der Jüngsten gewesen, ne? Ja. Also ich glaube, Anja 18, auch und Elsa, ihr drei, kann das sein? Ja, ja, ne? Anja ist, glaube ich, während der Staffel 19 geworden und Elsa, Emilia und ich waren 18 auch. Wie ist denn das so, die ganze Zeit über? Also es ist krass, also so, das wird ja immer so negativ dargestellt auch, weil alle sagen immer, nur bei GNTM ist es überall so. Ja. Also so ist, und es ist auch total verständlich, weil es geht um unsere Sicherheit, wir sind hier nicht um Urlaub zu machen, wir sind da, um zu arbeiten, wir sind Teil einer TV-Produktion. So. Und ich hatte mega Angst davor, ich war so, okay, vor allem mit dem Handy abgeben, so komplett abgeschottet zu sein, so ich war immer viel am Handy, so ich war viel immer im sozialen Kontakt mit anderen und ja, dann habe ich mir schon immer so natürlich Sorgen gemacht, aber dann, als ich in dem Moment war, war es echt entspannt, weil ich halt Menschen um mich herum hatte, mit denen ich mich wohlgefühlt habe, nicht nur mit den Mädels, ich habe mich auch mit dem ganzen Team wohlgefühlt, ich habe mich jeden Tag gefreut, wenn ja, die Redakteure, die Kameraleute alle so zu uns gekommen sind, weil es immer echt cool war, aber irgendwann ist es halt so, okay, ich will jetzt einfach nur rausgehen, ich will einen Spaziergang machen, ich will unter Leute, ich will in eine Bar gehen, ich will mit anderen Menschen mal wieder in Kontakt treten und ja, das war halt uns, also es war halt nicht möglich, außer halt an diesem einen Abend, wo ich dann halt nicht teilhaben konnte, weshalb mich das in dem Moment so verletzt hat. Ja. Kann ich total nachvollziehen. Also deswegen war auch so die Frage, so auch klar, du sagst irgendwie, man weiß, warum das so ist, ja, aber irgendwann bricht es ja trotzdem aus einem raus, dass man sagt, ey, ich möchte jetzt, wie du sagst, und wenn es nochmal wieder ist, zu Zara gehen oder so. Ja, ne? Also einfach nur so, keine Ahnung, ich weiß genau, was du meinst. Aber da muss ich sagen, wir hatten dann ja auch ein paar Drehtage, wo wir dann mal irgendwie mit Red draußen waren. Und das waren immer so die schönsten Tage für mich. Da war ich, glaube ich, einmal mit Cassie, einmal mit Ida, einmal alleine. Da durften wir dann rausgehen, waren dann auch mal irgendwie so bei In-N-Out, waren Burger essen, waren am Strand. Und das war dann wieder so ein richtig schönes Gefühl, wo ich dachte, okay, jetzt gerade habe ich Urlaub. Ja, glaube ich. Wie war das denn so mit dieser Fragestellung? Also oft, das wird ja auch mal oft so kritisch vorgeworfen bei Reality-Shows, dass jede Kandidatin oder Kandidat, egal in welcher Show, du wirst ja zu verschiedenen Themen befragt. Und du wusstest ja im Vorfeld, gab es diese Schlagzeilen. Warst du da so extrem vorsichtig, dass du dachtest, boah, ich muss jetzt genau überlegen, was ich sage? Oder warst du da relativ entspannt? Ich war die ganze Zeit so, also in meinem Kopf hatte ich so, ey, ich will, dass die Leute mich kennenlernen und ich will hier nicht irgendwie mich verstellen und ich will nicht was sagen, was ich sagen, also so, ne, also ich war wirklich die ganze Zeit so, ich will das sagen, was ich sagen möchte und das habe ich auch gemacht und die Fragestellungen waren immer, also das waren halt ganz normale Fragen, aber hätte ich irgendwas nicht beantworten wollen, hätte ich es auch nicht gemüsst, es gab auch schon, wo die mich gefragt haben, ja, sag mal einen Namen oder so, ich meinte, den will ich nicht und dann, okay, ist die ganze Sache gegessen, so, dann muss ich es nicht sagen, ich meine, du unterschreibst nichts, wo steht, du wirst jetzt gezwungen, dass du jetzt einen Namen nennst oder du wirst gezwungen, dass du das jetzt machst. Oder jeder hat die freie Entscheidung zu sagen, was er sagen möchte. Und wenn manche mit diesem Druck nicht klarkommen und das Gefühl haben, okay, sie müssen das jetzt irgendwie sagen, so, weil das sind die Redakteure oder so, dann ist es deren Problem. So. Aber ich stand immer über alles, was ich gesagt habe. Wenn ich meinte, so, ja, nee, kein Bock drüber zu reden, dann war es auch voll okay. Ja. Gab es da ein negatives Feedback? Nee, ne? Bei dir nicht, ne? Du warst, glaube ich, immer... Ja, also der Liebling so ein bisschen auch mit, oder? Ja, meinst du jetzt so von außen? Ja, nee, so von außen jetzt eher so. Also eher, dass jetzt irgendwelche, keine Ahnung, Leute sich dann beleidigt haben bei Instagram oder so, gab's nicht, oder? Also da muss ich sagen, ich hatte wirklich Glück. Ich habe wirklich keinen,
eigentlich keinen Hater bekommen, die ganze Staffel über so. Ja. Wie war die Zeit bis zum Finale? Wir alle wissen, es wird irgendwann abgedreht und dann muss man warten und sitzt zu Hause, guckt sich die Folge. Erstmal, wie war es, sich überhaupt zu sehen, generell? Fand ich richtig geil. Ja? Ja. Also ich habe mich immer so voll gefreut von Donnerstag auf Donnerstag, weil es war immer so, mein Gott, man weiß nicht, was reingeschnitten wird. So, ne? Weil für mich war es ganz schön, so jeden Donnerstag das zu sehen, weil es für mich dann so ein Stück weit wieder die Erinnerung hochgeholt hat, so was ich für eine schöne Zeit erlebt habe. Und ja, das so als kleinen Film nochmal abgespielt zu sehen, war mega toll. Warst du die ersten Folgen enttäuscht? Du hast ja vorhin gesagt, da wurde so oft gezeigt. Ja. Oder nicht so oft gefilmt. So. Ich war schon sehr stark darauf eingestellt, dass ich in den ersten Folgen keine Sendezeit habe. Deswegen war das für mich total cool, weil ich wusste, meine Zeit wird kommen. Ich wusste ja schon, dass ich im Finale bin. Ne? Ja, halt krass deswegen, eigentlich. Schon, und deswegen alle meine Freunde waren auch so, wo ist deine Sendezeit? Und ich war so, kommt noch. Kommt runter, Leute, das wird noch. Wie war die Zeit bis zum Finale? Also ist man da aufgeregt? Denkt man da drüber nach? Oder denkt man gar nicht drüber nach, weil man immer damit beschäftigt ist, von Woche zu Woche zu denken, weil die Ausstrahlung kommt? Oder was geht einem da so durch den Kopf in der Zeit? Boah, es war schrecklich. Ja? Die Zeit bis zum Finale war schrecklich, weil es so, wir wollten einfach nur wissen, okay, wie ist die Platzierung, wer wird diese Staffel gewinnen und so. Und wir saßen wirklich, also wir saßen nachts irgendwie in unseren Zimmern. Ich habe auch mit Vivi telefoniert und waren so, okay, so könnte die Platzierung sein. Ah nee, okay, macht keinen Sinn. Okay, nee, sie wird gewinnen oder du oder hier oder. Also es war wirklich, es war eine Qual. Glaube ich. Weil es natürlich mega Spekulationen die ganze Zeit in uns vorgegangen sind. Aber ja, im Endeffekt so war es dann so, wir hätten die Zeit eigentlich viel mehr genießen sollen, weil es jetzt so schnell vorbeigegangen ist, dass die Staffel vorbei war. Und ja, jetzt regt mich das ein bisschen auf, dass ich so immer auf die anderen späteren Folgen hingefiebert habe. Wie war diese Trainingswoche? Das stelle ich mir auch nochmal sehr anstrengend vor. Also ich hatte schlimmere Erwartungen, weil uns wurde so von den anderen Finalistinnen von den letzten Jahren auch so gesagt, ey, das wird wirklich eine Qual, eure Füße werden bluten, ihr werdet sterben. Ich habe das ganz locker genommen. Ja? Ich hatte richtig viel Spaß, ja. Und wie war der Druck? Also ich meine, der Druck, du weißt ja, du trainierst für die letzte Runde sozusagen. Also da entscheidet sich alles. Ja, Druck war schon da, aber irgendwie war es uns allen, glaube ich, in dem Moment während dem Proben viel wichtiger, dass wir da einfach eine geile Show für die Leute auf die Beine stellen und gar nicht darum, okay, ja, ich fliege jetzt in dem Moment, sondern es war einfach so, wir wollten, ja, dass es einfach geil wird für alle, die da sind, für unsere Familien. Wir wollten einfach, ja, eine krasse Show hinlegen. Ist man entspannt, was die Platzierungen betrifft? Oder macht man sich schon Stress und sagt, ey, ich bin jetzt so weit gekommen, ich würde auch gerne Nummer 1 sein? Bei mir war es so, ich hatte alle Choreos ziemlich schnell drauf und ich war so, ich hatte wirklich alles in meinem Kopf krass abgespeichert, bis zum Top 2 Walk, alles so. Und da war ich schon so, ey, ich will jetzt eigentlich nicht so früh fliegen, weil ich jetzt alles so krass gelernt habe, ne? Und ja, dann ist es anders gekommen. Ich hätte mich auch vielleicht dann ein bisschen weiter gesehen. Es gab auch irgendwie den Top-3-Walk, wo ja dann die anderen zwei beim All-Stars-Walk mitgelaufen sind. Da war ich schon so richtig so optimistisch, so, nee, das muss ich jetzt gar nicht so richtig mittrainieren. So, ich sehe mich eigentlich schon weiter vorne. aber ja, dann ist es anders gekommen. Und dann war es natürlich erst so eine Enttäuschung, weil ich halt so viel geübt habe, geprobt habe. Aber wir haben alle krass dafür geprobt. Also im Endeffekt macht es keinen Unterschied. Setzt man sich vorher damit auseinander? Also du hast ja gesagt, ihr habt auch untereinander gesprochen, was es für eine Reihenfolge geben könnte. Dann gibt es ja Leute wie Kilian und mich, die sagen, es könnte die Reihenfolge geben. Jetzt einfach, zieht man sich das dann alles rein und um verschiedene Aspekte noch mit aufzuschnappen, so ungefähr könnte es ja doch sein? Ja, also wirklich, wir haben alle krass darüber nachgedacht, wir haben alle die ganze Zeit darüber geredet. Und wir haben uns auch alle Videos, alle Kommentare angeguckt und waren so, okay, ja, die Leute denken, dass die und die gewinnen. Aber im Endeffekt hat es nichts zu sagen. So. Nein, weil ich glaube, wenn ich mich richtig daran erinnere, habe ich ja gesagt, genau, habe ich dich mit Nicole auf Platz 1 und 2 gesetzt. Ja. Und du sagst, es war irgendwie okay. Also war es wirklich okay? Es war wirklich okay. Ich meine, man kann es nicht ändern, aber man wird ja trotzdem ein Gefühl haben. Also erstmal muss ich sagen, ich bin nicht mit der Intention in die Staffel gegangen und habe mich nicht beworben von wegen so, ja, ich gewinne die Staffel. Bei mir war es so, ich habe mich beworben, weil ich habe ein bisschen die Plattform drin gesehen, dass halt mehr Leute auf mich aufmerksam werden, Kunden mich sehen und ja, ich mich vielleicht auch weiterentwickeln kann durch diese ganze Zeit, weil das ist eine Zeit, das erlebt nicht jeder und das ist ein Privileg, was wir da dort erleben durften. Und ja, dann bin ich aber immer weitergekommen und dann war ich irgendwann schon so, okay, ey, jetzt will ich das auch gewinnen, es läuft genau. So gut. Ja. Ich habe geile Jobs bekommen, ich habe fast immer abgeliefert, so, ne? Ich dachte mir so, ey, jetzt muss es einfach klappen. Ne? Und dann im ersten Moment war ich dann natürlich schon enttäuscht,
Aber dann so ein paar Sekunden später war ich so, ey, es hat nichts zu bedeuten, wie jetzt deine weitere Karriere verläuft, es hat nichts zu bedeuten, was dein Talent, was deine Leistung angeht, es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass du jetzt irgendwie schlecht warst oder so, sondern einfach, weil ja, Heidi sich was anderes in ihrem Kopf vorgestellt hat und dann war ich mega cool mit, weil ich so war, okay, jetzt ist hier die Reise für mich vorbei, aber es ändert nichts daran. Wie ist denn das für dich? Wir wissen ja alle, dass du mit Vivian befreundet bist. So, und jetzt gab es ja massiv Kritik an diesem Sieg. Wie ist denn das für dich? Also wie ist das im Umgang mit ihr? Weil ihr seid ja irgendwie befreundet und gleichzeitig habt ihr ja auch denselben Traum gelebt und dasselbe Ziel verfolgt und du hast es dann jetzt nicht auf die Eins geschafft und jetzt sagen die anderen aber irgendwie, ja, deine Freundin, ne, also Vivian hat die Eins nicht verdient. Das stelle ich mir irgendwie auch so kompliziert vor, weil man ja so extrem mit verworren ist. Ne? Ja, es ist super kompliziert, weil auf der einen Seite freue ich mich natürlich, dass so viele mich als Gewinnerin gesehen haben, ne, und dass so viele, also wirklich, ich habe so viele Kommentare gesehen, wo alle meinten, so Selma hätte gewinnen sollen. Ich dachte, sie wird gewinnen, sonst was. Das ist natürlich voll die Ehre, so wenn andere Leute das so sehen. Aber auf der anderen Seite ist Vivi meine Freundin und es tut mir mega leid, weil ich weiß, dass sie die Kommentare auch lesen muss. Und dann fiel mir das schon eher schwerer, als ich mich darüber freuen konnte, weil ich halt wusste, dass es halt für sie gerade nicht so eine geile Zeit ist, obwohl die Zeit eigentlich gerade mega toll sein sollte. Ja, also es war schwierig, aber es hat sich ja zum Glück ein bisschen beruhigt. Aber ja, es war intensiv. Würdest du sagen, dass dir Topmodel noch mehr gebracht hat, als es dir vorgestellt hättest? Ich hatte schon immer so eine gewisse Vorstellung, wie ich das als Plattform nutzen möchte und wie ich ja da rausgehen möchte. Und es ist gerade genau das passiert, was ich mir halt gewünscht habe. Ich wollte, ich wollte modeln, ich wollte arbeiten, ich wollte auch mal auf dem Catwalk, ich wollte mal Berlin Fashion Week mitmachen und davor wurde ich nur abgelehnt. Ich hatte nur Ablehnungen. Ja, warum? Ja, ich war bei Castings, kein Mensch hat sich für mich interessiert. Ich wurde nicht gesehen, einfach. Ja, und dann habe ich jetzt halt quasi diese Reichweite bekommen, diese Aufmerksamkeit und jetzt läuft es halt richtig gut und ich freue mich mega, vor allem wenn ich halt sehe, dass es bei vielen Kandidaten aus dieser Staffel echt schwierig war, halt diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Und weshalb ich das umso mehr nochmal wertschätze, dass ich überhaupt ja, so weit es jetzt geschafft habe. Das ist ein interessanter und auch wichtiger Satz, weil ich glaube, fällt dir das dadurch auch leichter, dass du nicht gewonnen hast, weil es einfach bei dir läuft? Ja, ich glaube, das ist so der Punkt. Ich wusste, wenn ich den Sieg bekomme, also wenn ich jetzt den Titel trage, dann ist es natürlich auch nochmal mega toll, aber ich wusste auch, selbst wenn ich ihn nicht bekomme, wird es trotzdem laufen. Und ich wusste schon vorher, dass ich danach arbeiten werde und dass ich gebucht werde. Und ich glaube, deswegen war es so, okay, es stört mich nicht, dass ich den Titel nicht habe, weil ich weiß, dass es für mich nichts ändert. Und vielleicht manchmal ist es auch ganz gut für viele Kunden, wenn ich halt nicht Germany's Next Topmodel 2023 bin. Ich habe mir auch gerade die Frage gestellt, ich würde sagen, du hast die Plattform perfekt für dich genutzt. War dir auch im Vorfeld bewusst, es gibt ja auch mal diese Kritik, dass viele sagen, so ja, da kommen so viele bei raus, ob jetzt als Gewinnerin oder so, und bei vielen passiert halt auch nichts. Ja. Hattest du auch Angst, dass du vielleicht die Plattform nutzt und dann am Ende trotzdem nichts passiert? Ja, und ich hatte mega Angst, dass nichts passiert. Ja, vor allem so auch am Anfang, wo ich wirklich ja auch gar keine Sendezeit hatte und wo ich auch gesehen habe, dass es eigentlich diese Staffel, ja, dass es einfach nicht so läuft, auch so was jetzt die Reichweiten angeht und so. Und ja, natürlich hatte ich mega Angst, weil ich wollte das nicht umsonst gemacht haben. Aber ja, dann war ich natürlich umso glücklicher, als ich dann immer mal hier einen Anruf bekommen habe, da so, ja, hier, das machst du jetzt als nächstes oder das kommt. Und da habe ich mich natürlich mega gefreut. Ja. Kann ich verstehen. Ich glaube auch mal, dass es schwierig, also ich meine, du bist sehr jung, bist immer noch sehr jung. Ich glaube, dass es oft auch schwierig ist, wenn du jung bist und gar nicht weißt, was es für eine Plattform werden kann, wenn du sie richtig nutzt. Ja. So, ne? Ja. Du hast es ja für dich genutzt. Ja, und es war mir schon von Anfang an wichtig, wie ich das quasi nutze. So, ich will nicht komplett auf diese Influencer-Content-Creator-Schiene gehen. Mir war es immer wichtig, dass ich modeln möchte, aber ich wollte mir immer schon so ein zweites Standbein aufbauen mit Instagram, weil es kann nicht schaden, halt definitiv die Reichweite nicht, zu haben. Ja, ja. Aber es ist nicht meine Leidenschaft. Also meine Leidenschaft ist das Modeln und vor der Kamera zu stehen. Und ja, also ich bin froh, dass ich gerade so ein bisschen beides machen kann. Glaube ich. Ja. Ist es nicht krass? Ich meine, wann hast du dich beworben? Jetzt vor einem Jahr? Vor genau einem Jahr. Vor genau einem Jahr.
Ja. Und wenn du jetzt an dein Leben zurückdenkst vor einem Jahr und an heute denkst. Also es ist heftig. Also ich denke darüber wirklich unfassbar viel nach. Und ich denke mir so, hätte ich das nicht gemacht, wo wäre ich jetzt, wo würde ich jetzt stehen, was würde jetzt passieren? Und ja, ich bin so froh, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich halt sage, ey Selma, du hast alles richtig gemacht. Du bist genau den Weg gegangen, den du immer schon gehen wolltest. Und du bist genau da, wo du jetzt gerade sein möchtest. Natürlich habe ich noch ganz viel Pläne, ganz viel vor. Ich bin noch lange nicht da angekommen, wo ich sein möchte. So. Aber einfach ist es ein mega guter Anfang gewesen. Und dafür, deshalb, weil ich halt Angst hatte und dieses Risiko eingegangen bin, dass ich halt danach vielleicht gar nicht mehr gebucht werde, weil ich die Leute mich abgestempelt haben oder meine Agentur jetzt irgendwie nicht mehr mich wollte oder so. Ja, dafür bin ich super dankbar, dass es halt dann so gut gelaufen ist. Was steht jetzt so als Nächstes an? Kannst du so ein bisschen was verraten? Ich weiß, man soll immer nicht über ungelegte Eier reden, aber kannst du ein paar Sachen verraten, die vielleicht jetzt relativ zeitnah schon passieren? Ja, also ja, jetzt ist ja erstmal Fashion Week in Berlin und da darf ich vielleicht, also nee, das ist schon safe. Das, also darf man das verraten, wo du läufst, ja? Ja, also ich werd auf jeden Fall bei 3 Shows laufen. Bei 3? Ja. Das ist krass. Ja. Also ich freue mich auch total, vor allem, weil so viele meine Work kritisiert haben. Ja, das ist krass. Und vor allem, ne? Das fand ich so geil, weil alle immer so meinten so, also die wird niemals auf dem Laufsteg sein. Also Fotos und so super, aber die wird niemals laufen. Und jetzt bin ich so, in your face. So 3 Jobs jetzt. Also das ist jetzt so das Nächste, was ansteht. Und ich hoffe natürlich, dass da noch ganz viel mehr kommt. Mega. Ja. Mega, Leute, oder? Ja. Das ist doch mal eine schöne Geschichte, wie man die Plattform richtig nutzen kann und beweist ja letztendlich auch nochmal, dass man nicht unbedingt gewinnen muss, um Karriere zu machen. Ja. Aber ich verstehe auch den Punkt, dass man das auch nichts dagegen gehabt hätte, wenn du sagen könntest, ich bin GNTM 23, einfach nur so, dass du den Titel hast. Ich meine, auch mitgenommen. Aber dafür macht man ja auch mit irgendwie, ne? Ja, safe. Aber ich bin super happy, wie es auch mit meinem 4. Platz. Ja, oder? Oh, was ist jetzt hier runtergefallen, unser Mikro? Ist nicht so schlimm, wir sind eh am Ende des Videos angelangt. Ja, mal gleich noch das Mikro entschärft. Wenn ihr Selma folgen wollt bei Instagram, dann macht das. Alles ist unten in der Infobox verlinkt, wie ich schon zu Beginn des Videos gesagt habe. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Hat mich mega gefreut, war eine tolle Geschichte. Ja. Und hast du noch was auf dem Herzen? Nicht, dass ich jetzt hier schon so abbreche und du denkst so, ey Ramon, eigentlich wollte ich noch was erzählen. Nee, cool, wir sind cool mit allem. Wir sehen uns bald wieder. Ja. Auf der Fashion Week, da werdet ihr sie auch sehen, ja. Und dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Tschüss.